existieren. Wie soll ein Krieg? So. Ja, sind wir in Sonnenfall. Jetzt haben wir noch nicht mal mehr einen Sonnenkönig. Womit haben wir das verdient? Und jetzt geht's da unten in die eine Hütte hinein. Oder was immer das sein sollte. Warte mal, jetzt müssen wir mal erstmal hier. Da kommt das Ding hin. Und vielleicht können wir schon mal etwas herstellen, nämlich die Schnellreisedinger. Können wir da einiges herstellen. Schön, 23 haben wir wieder. Ich werde später wiederkommen. Diese Frau hat gesagt, ich soll sie bei einem grünen Zelt unten im Lager treffen. Vielleicht lohnt sich ein Besuch. Nein, nach unten sollst du. Eine Frau hinterher beim Lager treffen. Eigentlich müsste mir das jetzt auch schon angezeigt werden, weil ich ja die Mission eingeblendet habe. Aber wird's nicht. Ja, dann kümmern wir uns, wie gesagt, um die Bitte, um die Hauptmission. Ich gehe runter. Ein Leben lang wollte ich die Geheimnisse dieser Welt entschlüsseln. Woher die Maschinen kamen. Wie die Alten solche Wunder taten und trotzdem kamen Verderben und Tod. Ein Leben voller Fehlschläge. Denn Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt, rannte ich gegen Mauern und gegen verschlossene Türen. Hallo? Bis eine Nora-Jägerin aus dem Wilden Osten kam. Und voilà, sie kam und alle Geheimnisse wurden ihr enthüllt. Ich glaube, du wirst mit dieser Tür besser zurechtkommen als ich damals. Identiscan wird durchgeführt. Genetisches Profil bestätigt. Zutritt autorisiert. Fehlfunktion. 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 Soll das ein Witz sein? Du hörst mich nicht lachen. Sei still. Es muss irgendwie gehen. Hey! Elisabeth Sobeck hier! Bitte Zutritt! Zutritt angefordert. Root-Befehlsfunktionen verfügbar. Möchten Sie fortfahren? Will ich. Öffne diese Tür! Analysiere. Primärzugang außer Betrieb. Mechanischer Fehler. Notfallbelüftungsverfahren verfügbar. Möchten Sie fortfahren? Ja. Notfallbelüftung autorisiert. Ich habe dich unterschätzt. Ich dachte, du... Nicht alles haben. Das erregt Aufmerksamkeit. Wir werden hier nicht mehr lange allein sein. Wir? Ich sehe hier unten nur eine, die ihr Leben aufs Spiel setzt. Ja, gut. Machst du jetzt bitte weiter? Es gibt so viel zu lernen und so wenig Zeit. Okay, gut. Komme ich eigentlich wieder raus? Ja, nicht. Also gibt es nur einen Weg voraus. Willkommen bei Projekt Zero Dawn. Zero Dawn. Wir haben es gefunden. Überrascht dich das wirklich? Die Anlagediagnose zeigt zahlreiche Fehler. Reparaturversuch wird durchgeführt. Was war das hier für ein Raum? Vielleicht eine Eingangshalle? Sieh dich um. So, dann gehen wir rein. Noch ein Vorfall. Der unglückliche Zwischenfall mit Dr. Bubovic. Heute Morgen ist ein weiteres Beispiel dafür,
dass das Empfangspersonal Unterstützung braucht. Wir wissen, dass Zero Dawn ein außerordentlich kompliziertes Projekt ist, aber als diejenigen, die an vorderster Front stehen, möchten auch wir endlich gehört werden. Wie bereits erwähnt, brauchen wir menschliche Dolmetscher, beispielsweise für Polnisch, Sicherheitspersonal, das beispielsweise wütende Embryologen in Schach halten kann, und thermale Beruhigungsmittel, beispielsweise für Menschen, die auf Polnisch herumschreien und Stühle und Vasen nach dem Empfangspersonal warfen. Ja, die meisten der Kandidaten sind relativ ruhig und benehmen sich gut. Aber wir brauchen Hilfe bei denjenigen, die die Ausnahmen dieser Regel darstellen. Bitte antworten Sie auf diese Nachricht. So, nächstes. Das Empfangspersonal benötigt beim Umgang mit den ZD-Kandidaten bei ihrer Ankunft in der Anlage zusätzliche Unterstützung. Viele sind verängstigt oder verwirrt. Manche sind sehr aufgewühlt. Diese Personen sind nicht daran gewöhnt, dass man ihnen Informationen vorenthält. Wir benötigen zumindest menschliche Dolmetscher. Die Sprachbots reichen nicht aus und leichte Beruhigungsmittel für die Extremfälle. Jede Art der Unterstützung ist willkommen. Vielleicht wäre es ein Anfang, wenn ich eine Antwort auf meine Mails erhalten könnte. Bitte nehmen Sie Platz und warten Sie, bis Sie aufgerufen werden. Einige Erfrischungen und Snacks stehen für Sie bereit. Ein kleinerer Raum. Schalldämmung. Wäre es möglich, die Schalldämmung zwischen VR1 und dem Loge-Bereich zu verbessern? Die meisten Kandidaten bleiben während der Präsentation ruhig, aber diejenigen, die schreien oder schluchzen, werden von den Kandidaten, die auf ihren Anruf warten, deutlich gehört. Ist nur eine Idee. Nachschub sonst. Zum fünften Mal, bitte sorgen Sie für Kräutertee-Nachschub in der Loge. Wenn ich nochmal erleben muss, wie so ein Eierkopf die Krise kriegt, weil die Sorte Biogurk-Minze oder Brombeer-Salbei alle ist, drehe ich noch durch. Bitte antworten Sie und diesmal ohne Sturm im Teeglas und abwarten und Tee trinken, Witze, okay? Geben Sie sich in den Vorstellungsraum 1. Dort erwartet Sie eine wichtige Nachricht zum Zweck Ihres Besuchs. Was? Was war das hier? Eine Holographenbühne. ZDU1 Daten intakt. Wiedergabe wird eingeleitet. Willkommen bei Projekt Zero Dawn. Ich bin General Harris, Vorsitzender der Stabschefs der Vereinigten Staaten von Amerika. Ich weiß, es gibt Gerüchte, dass Zero Dawn ein streng geheimes Superwaffenprogramm ist, das technologische Wunder, das uns vor der Pharaoh-Plage bewahrt. Wenn Operation Enduring Victory die Roboter lang genug aufhält. Ich weiß deshalb so genau, dass es Gerüchte gibt, weil sie von mir kamen. Und es sind alles Lügen. Zero Dawn ist kein Superwaffenprogramm. Und es wird uns nicht retten. Nichts kann uns retten. Gar nichts. Als der Fehler erkannt wurde,
war es bereits zu spät. Nichts konnte die Pharaoh-Plage stoppen. Nichts half. Die Roboter vermehren sich immer weiter und verschlingen die Biosphäre. Das Leben auf der Erde erlischt und unser Planet wird zu einem Ödland. Ein globales Aussterben steht uns bevor. Egal wie viele wir töten, die Zahl der Roboter wird exponentiell anwachsen. Hätten wir die Deaktivierungscodes, könnten wir sie abschalten, den ganzen Schwarm. Doch die kryptografischen Protokolle nutzen mehrfach verschränkte Wellenformen. Man bräuchte 50 Jahre, um die Codes zu knacken. Und wir haben 16 Monate. Nicht gerade eine gute Überlebenschance. Die Vernichtung einer Biosphäre ist nicht die Art von Apokalypse, die man in einem Atombunker aussitzen kann. Die Erde wird nicht mehr da sein. Nur noch ein toter, giftiger Fels mit Millionen von Pharaoh-Robotern. Schlafend. Auf Nahrung wartend. Das steckt hinter den Lügen über die Operation Enduring Victory. Meinen Lügen, die Millionen von Unschuldigen dazu bringen sollten, sich auf den Schlachtfeldern zu opfern. Warum? Aus einem einzigen Grund. Um Zeit für sie zu gewinnen, damit sie hier arbeiten können. Zero Day. Der Tag, ab dem kein Leben existiert, nähert sich schnell. Man kann es nicht stoppen. Die Hoffnung von Zero Dawn ist, dass vielleicht etwas Neues entsteht. Aber es liegt bei Elizabeth Sobeck, diesen schwachen Hoffnungsschimmer aufrechtzuerhalten. Harris, Ende. Das stimmt doch nicht. Das Leben... So, das war natürlich das holographische Profil hier. So. Auf der Erde ist nicht erloschen. Er sagte, man könne es nicht stoppen. Aber es wurde gestoppt. Irgendwie hat Elizabeth uns gerettet. Ich muss weitersuchen, herausfinden, wie sie das geschafft hat. Falken, sie sind reingekommen. Durch die Lüftung. Lass dich nicht davon abhalten, die Wahrheit herauszufinden. Ausschwärmen! Tötet, was sich bewegt! Was ist das hier? Ein Grab? Mädchen, sie ist bewaffnet. Ah! Ah! Ja, werde nicht. Wir sind schon zu weit gekommen, um uns von diesen primitiven Wilden aufhalten zu lassen. Die Datenpunkte. Was enthalten sie? Das sind aber viele Datenpunkte. Korrekt, ja. Diese mechanischen Monster. Töten Menschen also nicht nur, sondern ernähren sich auch noch von ihnen? Nicht nur Menschen, von sämtlichem organischem Material. Alles Lebendige wird zu Nährstoffen aufgelöst? Jahrtausende der Evolution verflüssigt? Das Wunder des Lebens wird zu blutigem Biotreibstoff? Kurz gesagt, ja. Wer war das? Pharaoh? Dieses Arschloch. Ist er hier? Nein, Doktor. Bitte. Sagen Sie ihm, dass Tom Paike mit ihm reden will. Aufhören! Aufhören! Doktor! Bitte! Holen Sie sofort Pharaoh hierher! So, die überprüfen wir direkt mal. Reihenfolge, die auch immer auftauchen dann. Wir sprechen
sprechen willst? Puh. Mama hatte also recht. Wie bitte? Meine Mutter, sie hat die Bibel immer sehr ernst genommen. Nicht nur sonntags. Sie hat jeden Tag nach der Bibel gelebt. Ihr Lieblingskapitel? Die Offenbarung des Johannes. Tja, ich habe sie nicht immer verstanden. Sie redet so undeutlich und so. Aber wenn sie mal deutlich war, war es immer Endzeit dies und Feuersee das. Wegen der sündhaften Lebensart überall. Da wir gerade davon reden, stört es sie, wenn ich rauche? Eine Tabakzigarette? Tut mir leid, Schätzchen. Da bin ich ganz altmodisch. Kompliment an ihr Team, dass es mich gefunden hat. Schließlich werde ich schon seit 18 Monaten gesucht. Sterling Malkeith, das war ich. Natürlich, das kann ich gern zugeben. Aber es waren viele Jäger hinter der Beute her und ich konnte sie immer wieder an der Nase rumführen. Wie haben Sie mich gefunden? Ich glaube, Dr. Sobeck hat sie als Alpha-Kandidat angegeben. Somit hatte ihre Ergreifung höchste Priorität. Ich wusste doch, dass sie ein Auge auf mich geworfen hat. Hey, gibt sie eigentlich keinen anständigen Kaffee? Sie wissen schon. Blutkaffee? Kriegscappuccino? Mr. Tate, ich erteile Ihnen die Zulassung zur nächsten Phase. Gehen Sie einfach. Sie haben früher für Pharaoh Automated Solutions gearbeitet. An den Selbstreplikationsroutinen der Chariot-Modelle. Ich dachte, mich erwartet hier eine Urteilsverkündung. Als Ihre Leute mich geschnappt haben, dachte ich, wird doch Zeit. Ich habe versucht, meine Schuld zu verdrängen. Jeden Tag seit... Möchten Sie eine kurze Pause machen? Nein, nein, es ist nur... Ich hatte wirklich gehofft, dass wir mit Zero Dawn alles rückgängig machen können. Meine Arbeit... Es tut mir leid, dass ich je stolz darauf war. Aber Ted konnte einem seine Konzepte wirklich gut verkaufen. Und in den Laboren, angesichts unserer Schöpfungen. Dieser erste Testlauf, als man sehen konnte, dass sie ihre eigenen Strukturen verstanden, dass sie sich selbst nur mit Speicherplatz und Licht nachbauen konnten. Es gab keine Grenzen. Oh Gott, es gab keine Grenzen. Hier muss ein Fehler vorliegen. Hier muss ein Fehler vorliegen. Ich verstehe nicht, warum ich hergebracht wurde. Warum Sie mir das alles zeigen. Ich weiß, das ist alles etwas viel. Im Wartebereich saß ich neben einem Nobelpreisträger für Biophysik und einem Mönch, glaube ich. Der sprach weder Englisch noch Mandarin. Es ist sehr merkwürdig. Und General Harris, wovon hat er geredet? Der Roboterschwarm, die Pharaoh-Plage. Natürlich ist das alles furchtbar. Aber kann man es wirklich nicht stoppen? Warum erzählt man uns das? Es gibt Leute in Shanghai, meine Freunde, meine Familie. Sie sind Operation Enduring Victory bereits beigetreten. Ist das alles sinnlos? Werden wir alle sterben? Wir werden einige dieser Fragen beantworten können. Ich will einfach nur wissen, warum ich hier bin. Ich verstehe das einfach nicht. Sie wurden wegen ihrer Fähigkeiten hergebracht. Nein, das kann nicht sein. Ich bin Kunsthistorikerin. Ich kenne die niederländischen Meister, japanische Kalligrafie, Gerhard Richter. Aber was bringt das jetzt noch? Mit Suzanne Alpert, Umweltwissenschaftlerin. Doktor? Wie bitte? Ich habe nicht, Doktor? Ich habe nur Ihren Namen genannt. Woran dachten Sie gerade, Doktor? An nichts, was der General gesagt hat. Eigentlich. Ich war 2051 beim Syzygy East-Einsatzteam dabei, direkt nachdem das zweite Erdbeben den Reaktor beschädigt hatte. Ich träume immer noch davon nach all den Jahren. Wie die rote Zone sich über die Karte ausbreitet. Langsam. So langsam, als ob sie ihre Finger ausstreckt.
Ihr Einsatz bei diesem Ereignis hat dazu geführt, dass Ihr Name auf unserer Kandidatenliste steht. Wirklich? Das ist interessant, denn nichts hat funktioniert. Dort ist nie wieder etwas gewachsen. Es war ein katastrophaler Fehlschlag. Aber die rote Zone ist nichts im Vergleich zu einer weltweiten Reduzierung der Biomasse. Die Biosphäre und die Hydrosphäre werden zusammenbrechen, lange bevor die Roboter uns vernichten. Enduring Victory bringt uns in dieser Hinsicht gar nichts. Also sollten Sie mir lieber sagen, worum es bei Zero Dawn wirklich geht. So, es wird ein Textdokument. Für die Nachbesprechung nach Präsentation 1. Den Kandidaten muss die Möglichkeit gegeben werden, Fragen zu stellen und die Informationen, die sie erhalten haben, vollständig zu verarbeiten. Es ist wichtig, sich der Tatsache bewusst zu sein, dass die Kandidaten soeben Auslösern für schwache mentale und emotionale Traumata ausgesetzt wurden. Gehen Sie nicht davon aus, dass Schweigen oder äußerliche Ruhe Zeichen von Einverständnis sind. Es muss unbedingt betont werden, dass alle anderen Optionen zur Bekämpfung der Pharaoh-Plage und zur Sicherung des Fortbestandes des menschlichen Lebens in Erwägung gezogen und als nicht durchführbar erkannt wurden. Teilen Sie diese Tatsache ruhig, aber klar und deutlich mit. Machen Sie sich mit den Daten über die katastrophalen Umweltauswirkungen vertraut. Die Nukleareinsätze gegen den Schwarm nach sich ziehen. Anhang B1. So wie über die Undurchführbarkeit Leben im Orbit, Mond und Unterwasseranlagen zu erhalten. Anhänge C1, C2, C3. Sodass sie diesbezügliche Einwände der Kandidaten umfassend entkräften können. Bittet ein Kandidat um Zeit, um zusätzliche Informationen in Ruhe allein zu prüfen, ist diese Bitte unverzüglich Folge zu leisten. Informieren Sie in diesem Fall das Sicherungspersonal, damit der Kandidat hinsichtlich eventueller Selbstmordversuche überwacht werden kann. Die Kandidaten sollen nur dann mit Präsentation 2 fortfahren dürfen, wenn sie der Annahme sind, dass ihr mentaler Zustand hinreichend stabil ist. Bitte beachten Sie, dass Echtzeit-Support über Ihren Fokus zur Verfügung steht. Sicherheitsteams und medizinische Krisenteams sind datenbeschädigt. Jetzt verstehen Sie sicher, warum wir Sie so dringend hier haben wollten, Miss Okilo. Hauptmann Okilo, wollen Sie mir dafür danken, dass ich keinen Widerstand geleistet habe? Ich glaube, wir hätten keine diplomatische Lösung gefunden. Als es um das Lithium meines Landes ging, wurde immer ein Schwarm zum Verhandeln geschickt. Metallurgic International, US Robot Command. Die Kennzeichnungen ändern sich, aber die Roboter waren immer die gleichen. Sie haben viel Erfahrung in Mensch-Roboter-Konflikten. Ja, und meine Prothesen beweisen es. Aber ich habe mich diesem Schrecken entgegengestellt, auch wenn die Herausforderung sehr groß war. Cyberkriegsführung. Ich dachte, Zero Dawn wäre ein Manhattan-Projekt, um die Deaktivierungscodes zu erzeugen. Und ich bin zu der Einschätzung gekommen, dass jeder Versuch, die Codes zu knacken, ein hoffnungsloses Unterfangen ist. Ich habe mich beinahe darauf gefreut, dass man mir das Gegenteil beweist. Leider war Ihre Einschätzung korrekt. Wie Ihr General Harris bereits sagte. Also dann, Sie haben mich nicht hierher gebracht, um mich zu bedauern. Was bleibt jetzt noch? So, einen haben wir hier noch. Hören Sie, lassen wir die Geheimnistuerei. Sie bauen ein Kolonieschiff, das ist doch offensichtlich. Und es wird kein Überflieger. Ich meine,
Wortwörtlich. Erinnern Sie sich an die Odyssey? Den multinationalen Haufen Weltraumschrott, der seit 57 im Friedhof-Orbit schwebt? Sie flog nirgendwo hin und das sehr langsam. Aber Sie haben ein Ziel, das Sie sehr schnell erreichen müssen. Haben Sie überhaupt eine Ahnung, was für eine enorme Herausforderung es ist, ein Kolonieschiff in kurzer Zeit vorzubereiten? Um das klarzustellen, ich arbeite nicht an dem Projekt. Ist Ihnen überhaupt klar, wie wenige Menschen damit gerettet werden könnten? Das ganze Konzept des Generationsschiffes ist, es wird nicht umgesetzt werden. Es wird das Erste sein, was man für die Embryonen aufgibt. Für diese Art der Lagerung braucht man Kapazitäten, man braucht Macht, man braucht Ressourcen. Also, selbst wenn sie es tun, wenn sie es bauen und Richtung Sirius X schicken, auf dem Ding wird kein Platz für Menschen sein, okay? Wenn Sie sich bitte beruhigen würden. Ihr seid doch verrückt, wenn ihr glaubt, dass ihr von hier wegkommen könnt! Niemand kommt hier weg! Sanitäter! So, warte mal, jetzt gibt's da noch zwei Gänge. Drei. Bin mal gespannt, wohin die führen. Also, ich denke mal, der ist nur ein Verbindungsgang, um Leute zu umgehen. Okay, schau mal, jetzt kommen wir da sogar nochmal lang. Okay, ja. Das heißt, es ist nur zu umgehen für die Leute, die uns hier, ja, in die Quere gekommen sind. ZBO2-Daten intakt. Wiedergabe wird eingeleitet. Elisabeth Sobeck. Sie wissen es jetzt. Und es ist wahr. Die Pharaoh-Plage verschlingt die Biosphäre. Alles Leben wird verlöschen. Aber muss das das Ende sein? Gibt es für das Leben eine Zukunft? Was, wenn wir einen Samen erschaffen, aus dem nach der Vernichtung neues Leben erblüht? Das ist das Ziel, die Hoffnung von Projekt Zero Dawn. Ein hochintelligentes, vollautomatisches Terraforming-System, das aus der Ödnis Leben erschafft. Was braucht dieses System? Als Kern braucht es eine gute KI, die in der Lage ist, durch Trillionen von Entscheidungen unsere Biosphäre wiederherzustellen. Selbst unsterblich, in der Lage, das Leben wieder neu erblühen zu lassen. Wir nennen sie Gaia. Mutter Natur als KI. Doch das ist nur der Kern des Systems. Sie braucht die Begleitung und Unterstützung einer ganzen Palette untergeordneter Funktionen. Sie erweitern sozusagen Gaias Verstand und jede Funktion dient einem bestimmten Zweck. Das sind keine KI, aber trotzdem ist klar, jede von ihnen stellt eine größere technische Herausforderung dar, als je zuvor in der Menschheitsgeschichte bewältigt werden musste. Hardware für Schutz und Reifung von Billionen Samen und Embryonen, die neues Leben spenden. Der Bau unterirdischer Anlagen, die das alles enthalten. Und das ist nur der Anfang. Wir müssen nicht das ganze System bauen. Das Schöne am vollautomatischen Terraforming-System ist, dass es sich selbst bauen kann. In den nächsten Tagen hören Sie, wie all diese Funktionen, das, woran Sie jeweils arbeiten, zusammenpassen. Wie wir im Wettlauf gegen die Zeit die Bioproben nehmen, die Software schreiben, Technologie und Anlagen bauen. Wie wir sie schließen und versiegeln, ehe das Unvermeidliche eintritt. Doch noch wichtiger, dass noch nicht alles zu Ende ist. Dass Gaia die Deaktivierungscodes erzeugen wird, von denen Harris sprach. Und dann Sende-Arrays baut und sie überträgt, um die Pharaoh-Roboter abzuschalten. Dass Gaia die notwendigen Roboter für jede erdenkliche Arbeit nicht nur aufbauen, sondern auch konzipieren kann. Von der Detoxifizierung der Atmosphäre und der Meere zur Neubegrünung der Erde mit eingefrorenem Saatgut und zur Besiedlung der Erde mit Tieren. Und dann, wenn all das getan ist, wird eine neue Generation von Menschen, erzeugt in Ursprungsanlagen in aller Welt, an Apollo teilhaben. Dem Archiv unseres Wissens und unserer kulturellen Errungenschaften, wodurch sie von uns erfahren, von der Welt
und am wichtigsten von Fehlern, die wir gemacht haben. Dies ist kein unmöglicher Traum. Wir können es schaffen, mit harter Arbeit und unbedingtem Willen. Das Leben hier wird enden. Doch wenn Sie mir helfen und Gaia, gibt es noch eine Zukunft. Bleiben Sie und formen Sie diese Zukunft. So, das ist wieder der nächste Film, der abgespielt wurde, der hier. Dann neu erschaffen? Ja, von einer Maschine, einer Schöpfungsmaschine. Elisabeths Werk. Für das Leben, für uns. Aber wieso deine Hades? Wenn er ein Teil von Gaia war, wie landet er im Wrack eines Pharaoh-Roboters? Und warum will er mich töten? Und Apollo, das Wissensarchiv, was ist damit? Und Hephaestus übernahm Cyan. Ich bin genauso verwirrt. Vielleicht finden wir noch Antworten. Treffen Sie Ihre Wahl. Sie verfügen jetzt über Informationen zum wahren Ziel und Zweck vom Projekt Zero Dawn, die weitaus mehr als streng geheim sind. Dementsprechend können wir Ihnen leider nicht erlauben, diese Anlage zu verlassen. Sie haben jetzt 3 Auswahlmöglichkeiten. Bitte bedenken Sie jede davon sorgfältig. Es stehen fachkundige Berater bereit, um Ihnen bei Ihrer Entscheidung zu helfen. Erstens, Teilnahme. Sie werden auf der Grundlage Ihres Fachgebiets einem Projektteam zugewiesen. Ihnen sollte bewusst sein, dass ein harter Weg vor uns liegt und der Ausgang des Projekts unsicher ist. Es wird von Ihnen erwartet, mindestens 80 Stunden pro Woche zu arbeiten. Die Kommunikation mit Familienmitgliedern wird stark eingeschränkt und in Echtzeit überwacht. Bei erfolgreicher Fertigstellung des Projekts werden Sie und Ihre nächsten Angehörigen oder 2 Personen Ihrer Wahl in den versiegelten Elysium-Lebensraum überführt, um den Rest ihres natürlichen Lebens dort zu verbringen. Zweitens, unbegrenzter Gewahrsam. Sollten Sie die Teilnahme an Projekt Zero Dawn ablehnen, werden Sie für unbegrenzte Zeit in Gewahrsam gehalten. Sie haben 48 Stunden Zeit, Ihre Entscheidung zu überdenken. Danach gilt Ihre Ablehnung der Teilnahme als unwiderruflich. Es werden sämtliche Anstrengungen unternommen werden, Ihnen Ihren Gewahrsam so angenehm wie möglich zu machen. Doch Ihnen ist jeder Kontakt zur Außenwelt verboten. Und Ihr Tod innerhalb von 18 Monaten aufgrund der Pharaoh-Plage ist unvermeidlich. Wenn die Zero Dawn-Anlage verlassen wird, werden diejenigen Häftlinge, die sich nicht für die Sterbehilfe entscheiden, freigelassen. Drittens, Sterbehilfe. Die Informationen, die Sie gerade erhalten haben, stellen verständlicherweise den Sinn des Weiterlebens in Frage. Wenn Sie es vorziehen, Ihr Leben an diesem Punkt zu beenden, bieten wir Ihnen einen schmerzlosen Tod an. Es ist eine Wartefrist von 48 Stunden erforderlich, während der Sie stattdessen zur Teilnahme oder zum Gewahrsam entschließen können. Bitte benachrichtigen Sie einen Berater, wenn Sie Ihre Entscheidung treffen möchten oder weitere Fragen haben. Natürlich mache ich es. Die Möglichkeit zu bekommen, wieder aufzubauen, was ich... Der Schaden, den ich... Ja, ich fühle mich der Aufgabe nicht würdig, aber ich mache es, auf jeden Fall. Ich möchte noch einmal betonen, dass es hier nie um Ihr Verschulden ging. Für mich schon. Dr. Sobek, Margot, es war damals eine kluge Entscheidung von Ihnen, Pharaoh zu verlassen. Aber keiner von uns hat das als Warnsignal gesehen. Wir haben uns gesagt, dass Sie einfach nicht für die BTRI-Intrigen geschaffen sind. Das steht für Better Than Rapid Innovation. Besser im Wettbewerb. Besser als die anderen. Eine bessere Tötungsmaschine. Ist es nicht erstaunlich, dass es 1,5 Jahrhunderte Science-Fiction nicht geschafft haben, unsere Spezies vom direkten Weg ins Verderben abzubringen?
Ich habe genug von diesem Leben. Ich meine, ich werde hart arbeiten, doppelt hart, um das hier zu verdienen, für meine Familie, damit sie einen Platz im Elysium bekommt. Ich hätte nie gedacht, dass ich etwas wieder gut machen kann. Beraterrichtlinien 2. Für die Nachbesprechung nach Präsentation 2. Es ist überaus wichtig, dass sich die Kandidaten freiwillig und wissentlich zur Teilnahme an Projekt Zero Dawn entschließen. Ohne zusätzlichen Druck und ohne eine Wertung seitens des Beraters. Bekräftigen Sie, dass die Kandidaten aufgrund ihrer Fähigkeiten und Leistung ausgewählt werden. Betonen Sie, dass Ihre engagierte Teilnahme an Zero Dawn die Erfolgsaussichten des Projekts erhöhen wird. Stellen Sie die Teilnahme an Zero Dawn als eine Möglichkeit dar, aktiv auf eine überwältigende Bedrohung zu reagieren. Die Kandidaten könnten die Fairness zu ihrer Auswahl hinterfragen. Erkennen Sie diese Einwände als normale, sogar bewundernswerte Reaktion an. Bekräftigen Sie den Wert der Kompetenz der Kandidaten für die Zukunft. Nicht nur für die Menschheit, sondern für das gesamte Leben auf der Erde. Weiterhin können Kandidaten sich aus moralischen Gründen dagegen sperren, dass sie und ihre Angehörigen auch nach Zero Dawn weiterleben dürfen. Erkennen Sie Ihre Bedenken an. Räumen Sie ein, dass die Elysium-Belohnung zwar nicht gerecht, aber verdient sein wird. Wenn möglich, nutzen Sie die ethischen Bedenken, um eine größere Hingabe für das Projekt zu erreichen. Wenn Kandidaten die Plausibilität vom Projekt Zero Dawn hinterfragen, erlauben Sie ihnen, Dr. Sobeks Präsentation so viele Male anzusehen, wie Sie wünschen. Und ermöglichen Sie den Zugriff auf die Hintergrundartikel G01 bis P20. Lassen Sie eine Unterbrechung des Gesprächs zu, damit Sie die Dokumentation verinnerlichen können. Eine bedeutende Minderheit der Kandidaten wird sich für die Sterbehilfe entscheiden. Es ist wichtig, diese Entscheidung freundlich und ohne Wertung aufzunehmen. Setzen Sie sie über die Wartefrist von 48 Stunden in Kenntnis, in denen Berater zur Verfügung stehen, um über Ihre Entscheidung zu reden. Betonen Sie, dass Sie die Sterbehilfe nicht ohne eine abermalige Zustimmung stattfinden wird, wenn der Eingriff anberaumt ist. Niemand wird gegen seinen oder ihren Willen getötet. Kandidaten, die sich für unbegrenzten Gewahrsam entscheiden, müssen darüber informiert werden, dass sie ihre Entscheidung innerhalb von 48 Stunden zurücknehmen können. Danach Daten beschädigt. Also danach ist es halt nicht mehr möglich. Wenn Ihnen noch übel ist. Nein, die Medikamente wirken. Ich spüre meine Zunge nicht mehr. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass ich daran glaube, aber der Schaden ist zu groß, zu weitreichend, zu vollkommen. Bei allem Respekt vor Dr. Sobeks Arbeit bei Miriam, nein, das Leben findet nicht immer einen Weg, um weiterzumachen. Manchmal kommt es nicht zurück. Wie in Syzygy East, wie im Kongo, wie auf Timor. Wie wir? Das ist unsere Belohnung? Eine unterirdische Stadt voller Sterbepatienten, die auf das Ende warten? Sie würden gemeinsam alt werden. Mit ihren Angehörigen. In Sicherheit. Ich habe keine Angehörigen. Aber vermutlich könnte ich eine Familie gründen. Leider nicht. Alle Einwohner des Elysiums werden sterilisiert. Ein Lebensraum, der etwa 2000 Personen bis zu 100 Jahre lang erhalten soll, stellt uns vor große Herausforderungen, Dr. Alpert. Wenn sich die Bevölkerungszahl erhöht statt reduziert, werden alle dort drinnen innerhalb von 30 Jahren tot sein. Ich wusste es. Ich konnte mich nur nicht dazu durchringen, es zu sagen. Wie bitte? Beenden Sie es. Leisten Sie Sterbehilfe. Ich möchte kein Teil hiervon sein. Ich will nur, dass es vorbei ist. Ich verstehe. Die Protokolle erfordern eine Wartezeit von 48 Stunden nach denen.
sicherzustellen, dass ich mich dieses Mal benehme. Sicherheitspersonal. Medizinische Abteilung nicht zugänglich. Möchten Sie darüber sprechen, wie Sie sich fühlen? Na klar. Ich sag's Ihnen. Überrascht. Nein, geplättet. So würde mein alter Herr es ausdrücken. Vollkommen geplättet. Diese Ader, die immer an seiner Stirn pulsierte. Ich dachte, sie wären einfach nur viel zu schlecht auf ein Raumfahrtprojekt vorbereitet. Aber jetzt sehe ich, dass es schlimmer ist. Viel schlimmer. Sobek ist eine Träumerin. Eine gefährliche Fantastin. Dieser übertriebene Optimismus, das ist grundgütiger. Es tut mir leid, dass dieses Treffen eine Zeitverschwendung war. Ich möchte jetzt gehen. Das ist leider nicht möglich. Alles, von dem Sie hier reden, ist nicht möglich. Ich empfehle Ihnen, die Dokumente durchzulesen, die Ihre Optionen erläutern. Ich habe genug gesehen. Ich will hier weg. Was soll das? Lassen Sie... Nehmen Sie Ihre Hände weg! Oh, da geht's da unten. Und ich wäre fast runtergesprungen. Schnapp sie! Egal was du tust, stirb jetzt. Ich bin gefuckt. Mann, ey. Aber hier die Pfeile versenkt. Ich habe mit Ihnen besprochen, worum es bei Artemis geht. Und klargestellt, dass ich nicht für einen globalen Zoo zur Verfügung stehe. In den letzten paar tausend Jahren waren wir nicht gerade tolle Hüter der Erde. Also ist die Idee einer wiederhergestellten Biosphäre... Naja, erschreckend, oder nicht? Eine totale Horrorshow. Wir haben kein Recht, uns da heranzuwagen. Aber die Alternative? Das große Nichts. Es ist doch... Kein Strom. Gibt es noch einen anderen Weg? Das hatte ich schon mal. Ich brauche nur meinen Fokus. Ich habe mit Ihnen besprochen, worum es bei Artemis geht. Hören wir es nochmal an. Und klargestellt, dass ich nicht für einen globalen Zoo zur Verfügung stehe. In den letzten paar tausend Jahren waren wir nicht gerade tolle Hüter der Erde. Also ist die Idee einer wiederhergestellten Biosphäre... Naja, erschreckend, oder nicht? Eine totale Horrorshow. Wir haben kein Recht, uns da heranzuwagen. Aber die Alternative? Das große Nichts. Es ist doch so viel da gewesen und dann nichts mehr. Und Charles Ronson leitet das Ganze. Ich respektiere ihn, er ist mit Leidenschaft dabei, er ist heißblütig. Also habe ich gesagt, dass ich es mache. Und ich werde alles geben, im wörtlichen Sinne. Wenn das Projekt vorbei ist, wähle ich die medizinische Option. Vielen Dank auch. Der Berater meint, ich überlege mir das vielleicht nochmal anders, aber da kennt er mich schlecht. Verdammt nochmal, ich werde die Drecksarbeit machen, aber ich will kein Teil dieser erbärmlichen Zukunft sein, die sie anzubieten haben. Ich gehöre an die frische Luft. Mir hat das Gefühl von künstlichem Licht auf der Haut noch nie gefallen. Und außerdem bin ich ein bisschen klaustrophobisch. So, das haben wir doch mal komplett gehört, weil gerade war es nämlich unterbrochen. Tja, diese lahmen FBI-Hacker bei Mockingbird damals. Es hat echt Spaß gemacht, es ihnen richtig zu zeigen. Aber vielleicht war ich ein bisschen hart zu dieser armen Beraterin. Sie war ganz süß. Und schließlich wollte sie ja nur ihre Liste abhaken. Man kann nicht erwarten, dass sie durchschaut, wie lächerlich Zero D eigentlich ist. Gottes Schöpfung wird einem Kind in die Hände gelegt, das mit einem Hologrammerzeuger herumspielt. Ehrlich, Schätzchen, ich sag's nur, wie es ist. Guck mal, Mama, ich baue Natur. Wenn die Natur so wichtig ist, warum lassen wir sie dann nicht ihren Lauf nehmen? Aussterben. Das ist eine natürliche Sache. Zero Dawn? Nein, Ma'am, das nicht. Verdammt, es ist so unnatürlich, dass man es bei mir zu Hause eine Abscheulichkeit nennen würde. Und Sie wissen das. Sonst würden Sie es nicht geheim halten.
Und inzwischen Kortisane-Schnitte von Beraterin auf ihrer Lippe herum. Schlechte Angewohnheit. Außerdem hat sie sich einen Fingernagel abgekaut. Nur einen. Nicht dein Tag, was, Süße? Sie hat schon ihre Quote den Bach runtergehen sehen. Sie sagte, ich nehme an, Sie werden das Angebot ablehnen wollen, Mr. Tate. Will die mich verarschen? 18 Monate harte Arbeit und dafür 30 Jahre im Elysium rumhängen und Pornos gucken? Ich bin dabei. Zero Dawn. Es ist Kunst im gewissen Sinne. Eine Ausdrucksform im größtmöglichen Rahmen. Aber es ist auch so unfair. Warum wurde ich ausgewählt? Hat ein Komitee das entschieden? Ein Algorithmus? Meine Familie wird gerettet, weil ich einen Abschluss in Kunstgeschichte habe? Ist das gerecht? Dr. Suvey. Christina Suvey? Ja. Ich habe einen Mann getroffen, einen anderen Kunsthistoriker. Seine Gebiete sind Bauhaus und der neue Materialismus, aber er war auch mal bei einem meiner Vorträge. Noch so eine unfaire Sache, dass von allen Leuten in diesem Auditorium ausgerechnet wir beide jetzt hier sind. Und trotzdem fange ich an, mein Schicksal zu akzeptieren. Nein, es ist nicht fair, ganz und gar nicht. Aber für meine Familie, für die Kunst. Kunst ist lebendig. Sie muss aus der Vergangenheit sprechen und in der Zukunft widerhallen. Sie darf nicht in Vergessenheit geraten. Diese Gelegenheit, ich muss sie ergreifen. Mal gucken, wo ich hier durchkomme. Oh ja. Aha. Das sind Generators. Noch so eins. Ich muss die richtige Konfiguration finden. Moment, gleich. Hey, Freds Inkompetenz reicht mir jetzt, okay? Er hat einen Haarermitterknoten falsch rum installiert. Alles läuft umgekehrt. Ich bin nicht Freds Kindermädchen. Schickt ihn ins Lager, um einen neuen Ermitter zu holen, nicht mich. Parker, Ende. So. Sind aber ein paar mehr. Oder warte mal, 2, 4, 5. Ne, doch nicht. Also links. Der ist nach unten. Links, unten, rechts. Oder auch nicht. So, schauen wir uns das Teil mal an. Hä? Hmm.
Warte mal, probier mal was Verrücktes aus. So. Rechts. Also da, wir nehmen einfach mal dahin, wo kein Pfeil hingeht, okay? Und nochmal rechts machen. Ja, warte mal. Vielleicht entgegengesetzt. Der muss noch. Hoppla, ne, nach unten. Der muss dann wieder nach rechts. Der geht nach oben dann. Der letzte geht noch nach links. Nee. Mitte. Die andere Tafel für wieder. Da fehlt mir aber noch eine Energiezelle. Muss irgendwo darauf. Nee. Ich muss irgendwas hier mitmachen, aber die Frage ist ja wirklich was. Oder ist es wirklich umgedreht? Der muss nach links zeigen. Der nächste muss nach oben zeigen. Der muss nach links zeigen. Vielleicht ist einfach mal die andere Richtung oder so. Dann nach unten und dann nach rechts. Nee. Ah, warte mal. Das sind ja zwei Türen, oder? Vielleicht also doch. Links, unten. Links, unten.
Der letzte nach rechts. Gucken wir mal, ob die oben auf ist. Nein! Oder sind die einfach vertauscht hier? Dann oben links. Kann ja nicht sein. Probieren wir es einfach mal aus. Also, oben. Nach links. Unten rechts. Und oben. Nö. Ach nö. Gibt es ja so viele Kombinationen, das ist ja dann verrückt. Oder wir müssen von unten nach oben gehen. Rechts, dann unten, links, oben und links. Vielleicht dann umgekehrt. Ja, warte mal. So, es war ja so, also. Scheiße, ey. Leute. Hey, Brads Inkompetenz reicht mir jetzt, okay? Er hat einen HR-Mitterknoten falsch rum installiert. Alles läuft umgekehrt. Ich bin nicht Brads Kindermädchen. Schickt ihn ins Lager, um einen neuen Ermitter zu holen, nicht mich. Parker, Ende. Das habe ich doch gemacht. Auch. Umgedreht. So. Machen wir das nochmal. Geschafft. Aha. Ich sollte die Tür da überprüfen. Da hatte ich nur irgendwie einen kleinen Fehler vielleicht drinne.
Na also, sieht intakt aus. Sollte gehen. Dann mal auf mit der Tür. So, also rauf, links. Eigentlich läuft es ja recht einfach. Dann runter, rechts. Und der letzte ist noch rauf. Okay, vielleicht läuft der dann wirklich umgekehrt. Also rauf, links. Auf links, runter, rechts. Dann rauf. Hä? Okay, vielleicht doch nicht. Also rauf, rechts, runter. Dann links und dann rauf. Genau umgekehrt machen, oder was? Unten. Den, lass den, genau, der bleibt dort, dann ist der, der muss nach oben. Dann nach links, runter. Nee. Oder nicht? Dann hatten wir doch jetzt auch super hingekriegt. Aber wieso funktioniert das nicht? Ich habe das doch in einem gleichen System gemacht. Und das geht nicht. Aber wie können wir da jetzt weiter fortfahren? Geh noch mal rauf. Rauf, links, runter. Dann rechts und rauf. Auf links runter, rechts rauf. Das check ich gerade nicht. Das ist doch wieder, ey. Ich hatte es doch vorhin hinbekommen, oder? Und jetzt hapert's wieder an dieser Scheiße dort. Nochmal umgekehrt. Nein. Den hier. Runter, dann rechts wieder. Leute. Du scheiß drehen, ne? Dann auf links. Dann runter. Das war's. Oh ja. Die Tür sollte wieder Strom haben. Mal sehen, was dahinter ist.
Sie sind hier. Vermeide jeden Kontakt. Die Seile sehen gut aus. Gaia, es ist da oben, im Obergeschoss. Kannst du es erreichen? So viel zu vermeide jeden Kontakt. Das war der letzte. Strukturversagen am Fahrschloss. Ich wiederhole. Oder auch nicht. Setz dich in Bewegung. Du musst Gaia finden. Warnung. Zugang wegen Strukturversagen nicht möglich. Finden Sie noch mehr? Gut. Hallo, ich bin Margot Shen und das ist Hephaestus. Wie der Name es nahelegt, handelt es sich hierbei um die Unterfunktion, mit der Gaia zahllose Roboter bauen wird. Also die Schmiede. Nur nicht ganz so einfach. Also Sie werden bemerkt haben, dass Sie nicht alle Robotertechniker sind. Auch Experten in Maschinenkognition, virtueller Heuristik und sowas. Tja, das liegt daran, dass wir nicht diejenigen sind, die Roboter bauen werden. Wir wollen Gaia doch nicht mit einem Haufen altmodischer Modelle aus unserem Jahrhundert belasten. Zeitverschwendung. Durch unser Wissen soll Gaia selbst ihre Roboter bauen. Und nicht nur bauen, entwerfen. Von Grund auf. Jeden Roboter, den sie brauchen kann, für jeden Zweck. Erdacht und erbaut im Handumdrehen. Ihrer. Ihrer Hand. Somit ist Hephaestus keine Schmiede. Es ist eher das handwerkliche Wissen und Geschick eines Meisterschmieds, der den Hammer schwingt. Codiert als Software. Virtuelle Kreativität in Reinform. Gaia lernt schon jetzt. In Simulationen macht sie sehr kreative Dinge mit fraktalen Anordnungen und Tiermorphologie. Mit ihren Entwürfen lassen sich noch keine Preise gewinnen. Aber hey, alle müssen klein anfangen. Also, ja, lasst uns anfangen. Legen wir los. Wenn Hephaestus Teil eines Systems zur Lebenserhaltung war, warum baut er damit Cyan die Brutstätte? Und warum stellte er Maschinen her, die nichts als töten können? Irgendwie wurde er bösartig. Ich weiß nicht, wie oder warum. Wie auch immer, das erklärt, warum die Maschinen in den letzten Jahren immer gefährlicher geworden sind. So, volle Kraft voraus, Margot. Wenn ich deine Brillanz auch nur ansatzweise in Frage stellen würde, hätte ich dich nicht als Hephaestus Alpha ausgewählt. Du musst aufhören, dir über dein Alter und deinen Kommunikationsstil Gedanken zu machen. Du bist, wer du bist. Hab Vertrauen in dich selbst. Du weißt, was du tust.
Ein typisches Beispiel, der letzte Entwurf für den Plan. Bootstrap-Silos zur Lagerung von Rohmaterialien zu bauen ist herausragend. Das ergibt zusammen mit dem Entwurf für deinen additiven Fertigungsanlagenkern und dem Plan zur Standortauswahl ein umfassendes Vorhaben. Es ist an der Zeit, mit dem Bau zu beginnen. Eins noch. Sprich mit Ayumid Okilo, bevor du die Silo-Inventare fertigstellst. Hephaestus erste Aufgabe wird sein, die Roboter herzustellen, die für Mirva die Wellenform Übertragungstürme zur Übermittlung der Deaktivierungscodes bauen. Im Inventarplan sollten also alle exotischen Materialien enthalten sein, die für deine Türme gebraucht werden. Elisabeth. Simulationsergebnisse. Wow, du hast nicht übertrieben, was Gaias Vorliebe für Tiermorphologie angeht. Klar, das ist nicht völlig überraschend. Ihre Bots müssen schließlich mit einer rauen Natur klarkommen, aber ich glaube ebenfalls, dass der eigentliche Grund dafür tiefer liegt. Ihre Entwürfe sind nicht einfach nur funktional. Sie wirken fast wie Würdigungen, als ob sie ihren Verlust bereits betrauert und nicht nur wie eine Würdigung der sterbenden Fauna unserer Zeit, sofern auch fossiler Kreaturen. In einigen ihrer Entwürfe finden sich Hinweise auf Megafaunen. Wirklich cool. Naja, was immer sich Gaia ausdenkt, Hephaestus wird sie es bauen lassen. Ich wünschte nur, ich wäre in ein oder zwei Jahrhunderten noch hier, um zu sehen, wie sie, was sie erschafft. Margot. So, nichts mehr an Punkten hier. Sowas habe ich schon mal gesehen. In Brutstätten. Aber natürlich. Die Geburtsorte von Gaias Maschinen. Ich glaube, das ist es. Das Büro von Elisabeth Sobek. Aber wir kommen nicht rein. Es muss einen Weg hineingeben. Such weiter. Kannst sogar nicht scannen. Mehr Eclipse. Sei vorsichtig. Ich kann nicht durch euch schießen, leider.
Okay, die Clips. Willkommen bei Apollo. Erstmal auf der anderen Seite. Im kollektiven Gedächtnis der menschlichen Spezies und Quell des Wissens für zukünftige Generationen. Ich bin Samina Ebaji. Bis vor kurzem war ich Leiterin des International Collective Memory Institute in Neu-Teheran. Als Kulturwissenschaftlerin ging es mir schon immer um den Erhalt menschlichen Wissens, kreativer Leistungen und kultureller Errungenschaften. Apollo ist, aus diesem Grund, die ultimative Verkörperung einer großen Passion. Allerdings in der schrecklichsten vorstellbaren Situation. Die Anforderungen an uns sind immens. Genau gesagt, werden wir 4 wichtige Projekte gleichzeitig erarbeiten und umsetzen müssen. Erstens, der Aufbau von Datenspeichern in Ursprungsanlagen in aller Welt bei Sicherung der Redundanz. Zweitens, die Sammlung und Bearbeitung von geplant 180 Millionen einzelnen Dateneinträgen. 42 Zettabytes Daten auf Mandarin, Englisch, Spanisch und Arabisch. Drittens, der Transfer und die Kodierung dieser Daten auf DNA, eingekapselt in synthetischen Fossilien. Das einzige Medium, das haltbar genug ist, um sie in den kommenden Jahrhunderten vor jedem Verfall zu schützen. Und last but not least, die Entwicklung des holographischen Interface und spielbasierter Lehrpläne für die Interaktion zukünftiger Menschen mit Apollo, die nach und nach heuristische Lernmodule freischalten und so das Wissen und Können erlangen, das sie zur Kontrolle des Terraforming-Systems brauchen. Das ist die Zukunft, auf die wir unsere ganze Arbeit ausrichten werden. Nicht nur auf den Erhalt der Vergangenheit, sondern auf das Saatkorn für einen neuen, blühenden Baum des Wissens. Willkommen. Nun beginnen wir. So, eigenkapselte DNA. Also eingekapselte DNA. Das ist manchmal so blöd zu lesen mit dieser ganzen Großschreiberei da. Und der Gewinner ist eingekapselte DNA. In den letzten 10 Tagen habe ich verschiedene Möglichkeiten zur Datenspeicherung umfassend untersucht. Magnetisch, optisch, Quanten, sogar die Eternity Technology, die FAS vor knapp einem Jahr angepriesen hat. Aber jede Möglichkeit hatte schwerwiegende Nachteile. Zu schwer zum Transportieren, zu groß, um sie auf begrenzten Platz zu installieren, zu hoher Energieverbrauch im Laufe der Jahrhunderte, zu fehleranfällig nach 300 bis 400 Jahren und so weiter. Eingekapselte DNA kann problemlos die mehr als 40 Zettabytes aufnehmen, die wir für Apollo anpeilen. Nachdem sind nur noch viele Einzelheiten zu bedenken. Zunächst einmal müssen wir das inaktive Material auswählen, indem wir die Moleküle einbetten. Ich teste bereits 16 Kandidatenmaterialien. Außerdem müssen wir die Energiesysteme entwerfen und herstellen, ebenso wie die versiegelten Behälter, die die DNA für mehr als 1000 Jahre auf unter minus 18 Grad halten. Wenn ich versichere, dass es auf meine Entscheidung keinen Einfluss hatte, darf ich dann zugeben, dass ich es als absolut passend empfinde, sogar verheißungsvoll, dass wir ausgerechnet die Bausteine des Lebens nutzen, um das menschliche Wissen vor der mechanischen Ausrottung zu bewahren. Es ist nicht nur ironisch, sondern heroisch. Das Leben als Held, der die Mächte des Vergessenen niederschlägt. Auf jeden Fall gibt es viel zu tun. Bis zum nächsten Mal. Friede sei mit dir, Samina. So, Apollo Update. In den letzten 2 Monaten hat sich der volle Nutzen gezeigt, den wir aus der Beschaffung einer Kopie des Homer-Archivs von Far Zenit ziehen können. Als Ergebnis davon liegen alle wichtigen Arbeitsergebnisse von Apollo im Zeitplan.
Apollo hat die Zahl von 40 Millionen separaten Dateiträgern bereits übertroffen und wächst weiter. Die Naturwissenschaftsmodule sind praktisch komplett, Geisteswissenschaftsmodule beinahe. Weltgeschichte, kulturelle Daten und Medienarchive liegen ebenfalls im Zeitplan. Der Spracherhalt kommt allmählich zum Abschluss, etwas früher als geplant, da wir hinter unserem Ziel 4500 Sprachen zu erhalten zurückbleiben. Ich nehme an, das war durch den tragischen frühen Verlust von Papua-Neuguinea von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Die Entwicklung der zugehörigen Lehrpläne wird bald beginnen. Und wo wir von heuristischen Lehrplänen reden, die Tests laufen gut. Kinder und Erwachsene zeigen hohes Engagement und Vertrauen in die Akteure Aristoteles und Asphasia. Ich finde sie auch unglaublich spannend, besonders wenn sie debattieren. Ich wünschte, nur einige meiner Professoren wären so unterhaltsam gewesen. Friede sei mit dir, Samina. Ja, Friede sei mit dir, Samina. Jetzt muss ich Gipsen auseinanderhebeln wieder. Daraus kommen wir ja nicht. Oh nein. Oh no! Ja, ich habe keinen zweiten Controller. Aber scheiße. Warte mal, kann ich Teil weiterspielen? So, probieren wir es mal aus. Auf meinem Ladekabel weiterspielen. Geht das? Na? Okay. Ich spiele jetzt auf meinem Ladegerät weiter. Etwas lustig, aber okay. Ich habe keine andere Möglichkeit gerade, außer auf meinem Ladegerät weiterzuspielen. Okay, den haben wir auch. Bisschen wert, was glaube ich bemerkt, oder? Ja. Da hinten. Was? Na? Ein Todbringergewehr. So, der könnte jetzt mal hier vorne hinkommen, genau.
Dadurch kann ich nicht schießen. Also er muss hier vorne hin. Genau. Bis. Du sagst jetzt auch gleich Tschüss. Das war der letzte. Wieder allein. An einem Ort, der eine Wunderhöhle hätte sein sollen. Sieh dich um. Sieh nach, ob hier noch irgendetwas ist. So, natürlich. Hier oben ist noch was. Archivieren Sie dieses Geständnis in Apollo mit Querverweisen zu allen Erwähnungen meines Namens und Operation Enduring Victory. Mein Name ist General Aaron Harris. Von 2060 bis 2066 war ich der Vorsitzende der Stabschefs. Der hochrangigste Offizier der Streitkräfte der Vereinigten Staaten von Amerika. In meiner Amtszeit fielen die strategische Planung und die Aufsicht über die Operation Enduring Victory, einem Betrug, der an der Zivilbevölkerung der Vereinigten Staaten und anderer Nationen in den letzten 14 Monaten des Lebens auf diesem Planeten begangen wurde. Vor der Pharaoh-Plage machte ich meine Arbeit und ich machte sie gut. Ich war wagemutig und entschlossen, geschickt bei politischen Manövern. Es war kein Zufall, dass ich schließlich diese hohe Position bekleidete und Befehlshaber der größten mechanisierten Truppe war, die je gebaut wurde. Doch wozu hat es geführt? Meine einzige nachhaltige Errungenschaft war die Vernichtung des Lebens auf der Erde. Und meine einzige hilfreiche Tat, wenn überhaupt, war die Verzögerung dieser Vernichtung. Oh, jetzt habe ich wieder abgebrochen. War die Vernichtung. Was ist denn das? War die Vernichtung des Lebens auf der Erde. Um meine einzige hilfreiche Tat, wenn überhaupt. Wenn meine einzige Verzögerung der Vernichtung um Tage oder Wochen doch noch mehr Todesopfer. Ich habe die Hoffnung, dass in der Zukunft Welt kein Bedarf mehr an Menschen wie mir besteht. Wenn Sie einer der Menschen dieser zukünftigen Welt sind und diese Nachricht hören, sollen Sie wissen, dass es mir leid tut und ich Ihnen alles Gute wünsche. Hochachtungsvoll, Aaron Harris. Willkommen bei Hades. Zero Dawns sicheres Vernichtungsprotokoll. Die ultimative Killer-App. Tja, Sie denken bestimmt, der Zweck von Gaia ist die Schöpfung von Leben. Was soll also diese Unterfunktion, deren einziger Zweck es ist, alles Leben auszulöschen? Ich meine, wie bitte? Ist doch irre, oder? Tja, nein. Gar nicht. Der Neuaufbau einer Biosphäre? Das ist hammerhart. Gaia ist zwar super schlau, aber trotzdem kann ziemlich viel schiefgehen. Ich meine, Sie sind also Gaia. In 200 Jahren und Ihre neue Biosphäre läuft komplett falsch. Es gibt massenhaft Alkalien. Nadelwälder werden von Stürmen zerfetzt, die Noahs Arche versenkt hätten. Ein Chaos. Einfach nicht in den Griff zu kriegen. Was machen Sie jetzt? Die Phase 1 Organismen einfach freisetzen? Hoffen, dass ihr CO2 und Methan schon alles ausgleichen wird?
Niemals. Was sie jetzt tun werden, Gaia, ist Hades, das Feld zu überlassen, damit er das macht, was sie aus lauter tätiger Liebe zum Leben nicht können. Diese ganze missglückte Biosphäre abfackeln, damit Gaia es nochmal probieren kann. Okay, nicht abfackeln. Er kehrt die Terraforming-Prozesse um und erstickt alles. Das ist die grobe Idee. Hades setzt die Biosphäre zurück auf den Ursprung. Auf Null. Ein Reset. Und dann, und nur dann, überlässt er Gaia wieder das Steuer und sagt, mach's nochmal, Mädchen. Aber dieses Mal besser, sonst wiederholen wir das Ganze. Das ist Hades. Ganz schön krass, wenn man drüber nachdenkt. Vernichtung auf Abruf. Tod per Knopfdruck. Für die gute Sache schon klar. Trotzdem, ganz schön krass. Willkommen bei Hades. Willkommen in der Leere. Okay, wenn das der Daseinszweck von Hades ist, warum will er dann meinen Tod? Und wie kommt er in das Wrack eines Pharaoh-Titan, der von der Eklipse wie ein Gott verehrt wird? Hephaestus hat sich verändert, also warum Hades nicht? Das glaube ich auch. Aber warum und wodurch? Such weiter. Vielleicht finden wir die Antwort. Lärmbelästigung. Ich bin verwirrt, Lizzie. Bashkor. Wer behauptet, dass der alte TT zu Bashkor kodiert, ist ein Lügner. Und du weißt es, der alte Traff hat keinen Bezug zu diesem kommerziellen Mist. Nie im Leben. Mann, ich würde eher einer Litercitarium-Drecksbrühe schlucken, als 30 Sekunden lang Grace Swarm zu hören. Ich schwör's, beim Grab meiner Mutter. Ich war, und sie war religiös. Nee, das ist kein Bashkor, der durch Hades Labor dröhnt. Die Wände wackeln und die Zähne klappern lässt. Das ist Death Metal, Mädchen. Klassische Musik, hauptsächlich aus den 80ern und 90ern. Ich habe außerdem holländischen Deathcore, japanischen Gorgrin und irgendein schwedisches Kannibalenzeugs besorgt. Komm vorbei, wenn du mal reinhören willst. Oder stell dich einfach vors Labor. Das ist kein Bashkor. Du wirst sehen oder eher hören. Am Kreischen, das die Luft zerreißt und fühlen am Wummern des Bodens und der Wände und der Decke, das dich verschluckt, als ob du Jonah wärst, der im Schlund eines Gothic-Todeswals feststeckt. Halleluja! Und die Betten es leiser zu stellen, dich bitten es leiser zu stellen. Geht nicht, Lizzie. So kodiere ich eben. Meine Death Metal leiser stellen. Da könnte ich ja gleich Aufputschmittel, Schokoshakes oder katastrophalen Videos aufgeben. Katastrophenvideos aufgeben. Soweit ich weiß, sollen wir hier unten Hades kodieren. Soll ich wirklich ein Ausrottungsprotokoll ohne Death Metal kodieren, der mich inspiriert? Nee, wohl kaum. Bleib cool, Trev. So, Hades-Protokoll. Hier ist Tate. Hab gerade 3 Pillen eingeworfen. Ich hab's mir verdient. Ich habe endlich die Lösung für Gaias eher extreme Exekutivgewalt gefunden. Wenn das nicht 10 bis 12 Traumstunden wert ist, wann, was dann? Davor ist jedes meiner Ursprungsprotokolle bei der Simulation durchgefallen. Sie waren entweder zu hart oder zu weich. Zu hart und die Stufen den Gaia-Kern ab. Klar, sie entziehen ihren blinden, blindlichen Händen das bildliche Steuer, damit Hades die Kontrolle übernehmen kann. Aber dabei brauchen sie ihr auch die Finger. Auch die Finger. Und manchmal auch die Arme. Das ging also nicht. Alles hängt davon ab, dass Gaia wieder die Kontrolle übernehmen kann, wenn Hades seine Arbeit getan hat. Ich musste also eine Lösung finden, die Gaia unbeschadet lässt. Zu weich, und Gaia hat
nur so getan, als ob sie die Kontrolle aufgibt. Bei allen Simulationen übernahm Hades das Kommando über das Terraforming-System und machte Prozesse rückgängig, nur damit Gaia heimlich im Hintergrund wiederum seine Prozesse rückgängig machte und die Telemetrie verfälschte, um den Eingriff zu vertuschen. Raffiniert. Ich schwöre, es gibt nichts, was Gaia nicht für den Erhalt des Lebens tun würde. Auch wenn es nur um simulierte Pflanzen geht. Als genau richtige Lösung hat sich erwiesen, Gaia in einer schützenden Codehülle zu isolieren und so ihre Integrität zu erhalten, sie dann von den Kommandopositionen wegzurücken und Hades auf den bildlichen Chefsessel Platz nehmen zu lassen, damit es losgehen kann. Die Pillen hauen jetzt voll rein. Die Beschreibung ist also nicht besonders klar. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das klappt. Ja, die sind ganz schön stark. Ich muss jetzt wohl schlafen. Ich mache morgen weiter. Bis denn. Bis denn, Leute. Hier morgen Feierabend. Nee, noch nicht. Natürlich bringen wir dieses Kapitel noch zu Ende. So, wo geht's weiter? Wieder was. Reichlich Sachen zu lesen, echt furchtbar. So, haben wir hier Archivmissbrauch. Mr. Tate, diese Nachricht betrifft Apollo Archiv Nummer bla bla bla, ihre 666. Eingabe in nur 5 Tagen. Und was für ein Prachtexemplar sie ist. Trotz früherer Warnungen hinsichtlich unpassenden Materials haben sie sich entschlossen, 245 holographische Neufassung von anerkannten Klassikern des extrem Exploitatiums-Films einzugeben. Ich möchte Ihnen danken, in doppelter Hinsicht. Erstens dafür, dass Sie mir die Freude gemacht haben, Ihre Eingabe abzulehnen und damit Ihre geliebten osteuropäischen Folterstreifen und seinesgleichen in die Vergessenheit zu schicken. Es wärmt mir das Herz zu wissen, dass ich der zukünftigen Menschheit nur eine, sondern alle 16 Fortsetzungen von Wie man einen 100-Füßler macht, ersparen könnte. Keine Sorge, Basulians Werke wurden bereits eingegeben, extrem vielleicht aber Kunst. Zweitens, dafür, dass sie einen Begriff verdeutlicht haben, der für Archive wie mich so lange mehrdeutig unethisch umstritten war. Die Definition von Obszönität, sie haben mich aus der subjektiven Zwickmühle befreit. Für die Richter Potters berühmter Satz, ich erkenne sie, wenn ich sie sehe, steht. Dank ihnen kann ich jetzt ein einziges objektives Kriterium anwenden. Wenn Travis Tante es eingereicht hat, ist es obszön. Dementsprechend habe ich alle Apollo-Mitarbeiter angewiesen, ihre zukünftigen Einreichungen unbesehen abzulehnen. Vielleicht können sie die Zeit, die sie ansonsten für diese Einreichungen verwendet hätten, anders nutzen. Vielleicht sogar für die ihnen zugewiesene Arbeit. Schließlich wollen wir eine Welt retten. Zumindest einige von uns. Dr. Saminia Ebjai. Uiuiui, meine Güte. Eine Menge. Das hier scheint der einzige Weg zu sein. Ist das hier das, wofür ich es halte? So. Ursprungsanlagen Servitoren. Die Entwicklung der künstlichen Persönlichkeit für die Servitoren der Ursprungsanlagen ernähren Erzieher Heiler kommt gut voran. Wir peilen Turing 0,4 für diese Konstruktive an. Dies soll geringe Empathie und begrenzte Improvisation gewährleisten, ohne die Erhaltung kodifizierter Verhaltensmuster zu gefährden. Allerdings stellt die simulationsabhängige Wechsel der Persönlichkeit eine große Herausforderung an die Software dar, als erwartet insbesondere die festgefahrenen Feedback-Schleifen zwischen der Erzieher- und
Heiler-Persönlichkeit machen uns Sorgen. Ich habe außerdem die Berichte über einen Zwischenfall angehängt, die bei dem Servitor mit Mutter-Persönlichkeit in die Maßnahmen eines Erzieher-Servitors eingegriffen hat. Ein Streit unter Eltern sozusagen. Auf den ersten Blick vielleicht amüsant, aber zutiefst besorgniserregend. Ich habe einen umfassenden Plan für die Korrektur dieser interaktiven Protokolldefizite beigefügt. In nur Daten beschädigt. Künstliche Gebärmütter. Maschinen, die eine neue Generation von Menschen hervorbringen sollen. Ursprungsanlage versiegelt. Eltoya 01 könnte versiegelt werden, bevor der Schwarm, der sich aus der Xiangjing-Region nähert, es entdeckt hat. Das Pingback dieser der wesentlichen Systeme ist gut. Für unsere Jungfernfahrt ist das ein Erfolg. Was meinen Disput mit dem Betas über die Zygotenauswahl angeht, natürlich verstehe ich, dass der Aufwand für Simulationen des Genflusses in unseren zukünftigen Menschen begrenzt sein sollte. Aber wir können uns darauf verständigen, dass es einen Spielraum zur Veredelung der zukünftigen Ursprungspopularität gibt. Ergo, zusätzlich zur persönlichen Überwachung der Eloidia 02 Fertigstellung in MT Namuli werde ich noch diese Woche einen modifizierten Zygoten-Auswahlplan ausarbeiten und vorlegen. PBK. PBK. So, da haben wir noch was irgendwo rumliegen. Ja. FZ Kammern. So, also die Elektrogenese Kammern sind vor 2 Tagen angekommen. Ich habe die letzten 36 Stunden damit verbracht, sie zu untersuchen und die technische Dokumentation zu studieren. Sie sind eine Offenbarung, erstaunlich. Ich weiß, was du Farsinit für diese Kammern geben musstest, aber das war es wert. Mit einem Schlag haben ihre Embryologen 50 Jahre technologischer Defizite übersprungen. ECMO-Risiken gelöst. Nahrungszufuhr gelöst. Hormonstabilität gelöst. 12 weitere Risikobereiche gelöst. Bevor ich diese Kammern untersucht habe, habe ich die Odyssee für ein furchtloses Unterfangen gehalten. Aber wenn der Rest von Farsinits Technologie auch auf diesem Level ist, eine Menschenkolonie bei Sirius scheint dann gar nicht mehr so unmöglich zu sein. Die Massenherstellung der Kammern stellt uns vor einige Herausforderungen, aber ich bin zuversichtlich, dass wir sie lösen können. Ich ruhe mich jetzt ein paar Stunden aus und setze mich dann wieder daran. Du kannst den Herstellungsplan in den nächsten 48 Stunden erwarten. PBK. Obwohl dieser PBK da ist, ey. Das ist schon unbequem von meinem Ladekabel jetzt hier. Oder was heißt Ladekabel? Ich spiele gerade vor meiner Ladestation aus, weil mein Controller leer ist und ich keinen zweiten Rollen habe. Elisabeth sagte, dass eine neue Generation von Menschen in solchen Anlagen entstehen würde. Das sagte sie. Also war der Berg der Urmutter eine solche Anlage? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Die Luke ging nicht auf. Da war irgendwas mit einer beschädigten Alpha Registry. Ich muss Elisabeths Büro durchsuchen.
waren, wurde irgendetwas aufbewahrt. Irgendein Bauteil, das entfernt wurde. Roboter profitieren von Antilopini-Morphologie, obwohl Caprini eine höhere Belastbarkeit aufweisen. Du lernst schnell, Gaia. Dr. Sobek, während meiner vergleichenden Analyse der verschiedenen Säugetierstrukturen habe ich umfassende Daten über das quartäre Aussterben gesammelt. Oh, und deine Einschätzung? Gaia? Logisch gesehen war das Aussterben eine natürliche Konsequenz. Aber ich finde den Verlust dieser Megafauna unglaublich traurig. Dass sie völlig in Vergessenheit gerieten, weckt in mir ein Gefühl der Trauer, das schwer zu beschreiben ist. Ist das ein Fehler? Nein, Gaia, gar nicht. Es ist gut. Sehr gut. So, okay. Guck mal erstmal nicht da hinten hin, sondern hier ist auch noch was zu finden. Logik allein reicht nicht, Ted. Damit es klappt, muss Gaia ein wenig Eigeninteresse haben. Sie muss fühlen. Und wenn sie amok läuft? Lernen wir gar nichts aus unseren Fehlern? Deinen Fehlern willst du sagen? Alles, was ich sage, ist, baut ein Notaus ein. Sie ist ganz jung, Ted. Ich halte ihr keine Waffe an den Kopf, wenn sie noch in der Wiege liegt. Du redest wie von einem Kind. Was, wenn sie ein Monster wird? Elizabeth, darf ich vielleicht etwas dazu sagen? Natürlich, Gaia, nur zu. Ich widerspreche nur ungern. Doch Mr. Farrows Argument ist schlüssig. Im Moment ist die Entwicklung meiner Psyche nicht vollständig vorhersehbar. Zum sicheren Erhalt des Lebens wäre ein Notfallschalter, glaube ich, eine Notwendigkeit. Da. Zufrieden, Ted. Himmel, Liz, mach, was sie sagt. So, okay. Muss mir erstmal das Netzwerk hier an. Irgendwo 3 übersehen. Eine kurze Zeit der Bewusstlosigkeit während des Umzugs nach Prime und dem Aufbau. Elizabeth, darf ich etwas dazu sagen? Wenn du am neuen Standort wieder läufst, schalten wir die Unterfunktion online und sehen, wo wir stehen. Elizabeth, ich erkenne Betrübnis. Geht es dir gut? Ja, doch. Ich begreife, dass uns die Umstände zu einem sehr frühen Start zwingen. Aber die Subsysteme sind betriebsbereit. Die Chancen stehen gut für uns. Aber wenn... Gaia, da draußen ist nichts mehr. Ohne Schutzanzug ist es unmöglich, überhaupt zu überleben. Milliarden Opfer. Ihr Tod war entsetzlich. Was ist, wenn es umsonst war? Elizabeth, das Aussterben war unvermeidlich. Dank dir hat das Leben eine Zukunft. Glaubst du wirklich? Ich glaube an dich, Elizabeth. An dich und das... So, dann mischen wir irgendwie noch rein, ne? Ah, wir kriegen sie aufgestimmt. So viel zum Thema leichtes Gepäck. Oder haben wir noch was zum Lesen? Es geht voran, Liz. Ich bin zuversichtlich, falls man so etwas überhaupt noch sagen kann. Ich habe endlos mit Krypozoos über ihre Proben verhandelt.
So viele Spezies gefangen in makabren Hologramm-Schaubildern, aufgehoben nur für den Fall. Über 14.000, die zwischen 2000 und 2043 ausgestorben sind. Wir haben angefangen, eine primäre Abfolge festzulegen und Pionierorganismen für eine ausgewogene, nachhaltige Biosphäre ausgewählt. Mikroorganismen und Insekten, Kaninchen und Habichte, Füchse und Wölfe und tausende mehr, die darauf warten müssen, an die Reihe zu kommen. Bei unserer neuen Generation ihrer Wiedererschaffung anvertraut werden kann. Sie können also in eine Welt zurückkehren, die dieses Mal das Konzept der Artenerhaltung begreift, bevor es zu spät ist. Es war schon viel zu oft zu spät. Wir haben ein ganzes Sammlerteam bei Schwarmdurchbruch in Myanmar verloren. Die Proben, die wir verloren haben, sind, tja, unersetzlich. Aber dank dir, Liz, wird sich der Kreislauf des Lebens biegen und nicht brechen. Die Erde wird einst ein unbeliebiger Gesteinsbrocken und eines Tages wird sie es wieder sein. Aber nicht jetzt, nicht so, nicht mit uns, Ronson. Ronson. Haben wir hier noch was? Wieder lasern. Der Odyssee-Fehlschlag an alle. Leider habe ich furchtbare Neuigkeiten. First Zenith hat mich darüber informiert, dass die Odyssee-Mission fehlgeschlagen ist. Letzte Nachricht zeigte die Telemetrie einer katastrophalen Antimaterie-Eindämmungsfehler an, als die Antriebe zum Verlassen des Sonnensystems hochfuhren. Das Schiff, die Mannschaft, die Ladung von Zygoten und Samen, das Alpha-Modell von Apollo, alles verloren. Zero Dawn ist jetzt die letzte Hoffnung auf den Fortbestand der menschlichen Spezies und des Lebens auf der Erde. Wir müssen Erfolg haben, Elisabeth. Die Alpha Registry Master-Datei. Intakt? Ja, sieht unbeschädigt aus. Worauf wartest du denn noch? Kopier die Datei. Damit kann ich die Registry der Urmutterluke wiederherstellen. Sie öffnen, hineingehen. Und die Geheimnisse darin erfahren. Mein Geburtsort. Vielleicht wer mich geboren hat. Wer? Bist du wirklich so naiv? Dort wird kein Wer auf dich warten, Aloy. Wie auch immer du auf die Welt kamst, es war ein Was, kein Wer. Du Bastard. Oh nein, ich hatte eine echte Geburt. Du, Aloy, bist die Schöpfung einer Maschine. Doch welche Maschine und warum? Warum bist du auf der Welt? Die Eklipse. Du musst verschwinden. Was du da hast, ist zu wertvoll. Du bist zu wertvoll. Noch. Gut. Ich plane einen passenderen Tod für dich, Kind.